sagen Kampfjet, Unterschrift. Aber nicht von Bern. Das ist für die Schweiz zuständig, ja. Nicht für Bern. Schon geschrieben. Hättet ihr unterschrieben? Auf Kaufhau nicht. Ja, also. Ein Referendum gegen Kampfjet. Ich war Militärpilot, mein Lieber. Um Gottes Willen, also. Ein Militärpilot habe ich verwünscht. Ich glaube an die Möglichkeit der Kleinen, dass die etwas verändern können. Ich glaube an das Senfkorn, wo ich Berge versetzen kann. Luise Schneider steht am Ende ihres Lebens. Doch jeden Tag ist sie so unterwegs, als stünde alles noch vor ihr. Was treibt die 83-Jährige an? Referendum gegen Kampfjet, gegen Grippen. Woher nimmt die Rentnerin die Kraft für ihren Kampf gegen Waffen und Gewalt? Warum wollt ihr denn nicht unterschreiben? Sagt mir doch das. Wenn man ein bisschen etwas steht, weiss man, dass man den Luftraum überwachen muss. Ja, man muss es glauben. Vor allem nicht verstehen. Glauben muss man es. Nein, verstehen. Aha. Das ist eine Frage von dem. Aha. Ja, so. Ja, das gibt es heute auch. Ja, ja. Ich tue es machen. Hey, schau da, Lukas. Ciao. Salut. Ciao, das ist schön, dass du da bist. Ja, hilf mir ein bisschen. Bern vor einem halben Jahr im Spätherbst. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee hat gemeinsam mit einem linksgrünen Bündnis das Referendum gegen den Kampfflieger Gripen ergriffen. 50.000 Unterschriften müssen nun gesammelt werden. Nur so kann das Volk über das Flugzeug entscheiden. Luisa ist an vorderster Front dabei. Das ist eine Sache. Wenn man da ein bisschen Ordnung hätte, könnte man etwas bequemer unterschreiben. Einmal auf der Siegerseite stehen. Das möchte sie noch erleben. Sagst du mir noch, warum denn nicht willst? Ich denke, jedes Land braucht eine sinnliche Verteidigung. Aha. Und das Wichtigste mittlerweile ist der Luftraum, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Ja, die Strafe kennen ist ja, schon, die muss man nicht sagen. Ja. Aber es ist ja Meinungsfreiheit in der Schweiz. Ja, ja, Gottlob, das ist einfach gut, gell? Ja, okay. Ja. Aber seid ihr nicht langsam zahlt, also so rumzustehen? Ich weiss gar nicht, warum die Leute die blöde Meinung haben. Ein Alter spiele eine Rolle für eine Überzeugung. Überzeugung ist, und die behalte ich, bis ich sterbe. Seit es die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee gibt, ist Luise mit dabei. Die Geheimwaffe der XOA, gewissermaßen. Du kannst da die hartgesottenen übernehmen. Oder? Die hartgesottenen soll ich übernehmen. Ja. Wabern, können jetzt. Das Brillen anlegen, dass ich etwas mehr sehe. Oder die andere Brillen. Aha. Ja, das ist halt so. Ist so, hä? Mehrere hundert Unterschriften kommen an diesem Tag zusammen. Was sich jetzt schon abzeichnet, das Referendum wird zustande kommen. Wochen später bei Luise Schneider zu Hause. Sie wohnt am Stadtrand von Bern, an bester Lage. Hier lebt sie mit ihrem Mann Paul. Er ist 92 Jahre alt. Noch immer pflegen die beiden den riesigen Garten selber. Oh, das geht. Luise, was bedeutet nach der Garten? Unser Leben, unsere Freude. Unsere Sinngebung von der Natur. Wir haben alles da, was wir brauchen. Andere Leute gehen in die Ferien und wir tun gerne. Es ist einfach unsere Welt. Die kleine Welt ist unsere Welt. Ja. Ich glaube sowieso an die Kraft des Kleinen. Unten im Keller ist das Reich von Paul. Hier hat der ehemalige technische Angestellte seine Werkstatt. Mit ein Grund, weshalb sie immer noch hier wohnen. Paul kann sich noch nicht trennen von all seinen Dingen. Weil ich schlecht sehe, habe ich da überall Lämpchen. Und es ist da, dass ich es draufrichten kann auf die Bütze.
Ein Leben lang hat er alles selber geflickt rund ums Haus. Jetzt ist fast nichts mehr möglich. Paul hat Parkinson. Seit Pauls Krankheit ist das Zusammenleben schwieriger geworden. Paul möchte immer noch unabhängig sein. Luise hingegen hat Angst davor, dass er sich verletzt. So, ich werde nachher. Wieso machen wir das selber? Ist nicht zu viel? Wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld, für etwas zu machen. Putzfrau ist das Höchste. Ich weiß nicht, wo wir das wollen. Wir müssen es feststellen. Aber wenn man so in einem Haus wohnt, hat man doch das Gefühl, nein, man hat eben kein Geld. Das ist eben der Irrtum. Man hat erst Geld, wenn man es verkaufen. Noch sei es dazu aber nicht an der Zeit, sagt mir Luise. Ich frage mich, wie lange die beiden hier noch bleiben können. Okay, Paul. Gesundheit, Luise. Ja, kann man jetzt gehen? Alle hoppen tuten. Und wieder ist Luise unterwegs. Solidaritätslauf für Sans-Papier. Eine Runde will sie zu Fuß gehen. Symbolisch. Mehr liege in ihrem Alter nicht mehr drin. Jetzt auch noch springen? Ja, so wie es geht. Zäpperle. Ein bisschen zäpperle. Nicht nur kämpfen gegen Waffen, auch einstehen für diejenigen am Rande der Gesellschaft. Das sei ihre Friedensarbeit, erklärt sie mir. €50 holt Luise mit dieser einen Runde für die Sans-Papier. Und mir fällt auf, wie sehr sie es genießt, inmitten der Leute zu sein. Offene Kirche, Heilig Geist im Zentrum der Stadt Bern. Luise will, dass ich dorthin mitkomme, wo sie einkehrt, wenn ihr danach zumute ist. Irgendwie hat es vielleicht schon so etwas wie eine Kraft, wo man einfach draußen im Lärm nicht hat. Ich kann hier auch das Gefühl freien Lauf lassen, wenn ich muss rennen, kann ich hier rennen. Es stört mich niemand und es will niemand wissen, warum. Ich kann meine Welt mit hineinnehmen. Und hier merke ich, woraus sie schöpft in ihrem Leben. Mit Frömmigkeit habe sie aber nichts am Hut, belehrt sie mich gleich. Sie fühle sich als Teil eines großen Ganzen, einer Ordnung. An das glaube sie. Und da habe sie den Auftrag zum Frieden, zur Gerechtigkeit. Die Kirche muss politisch sein. Es ist absolut der Auftrag. Und Politik ist der Mensch, ist das Volk, ist die Leute, die etwas brauchen. Und wollen, dass sie vertreten werden. Von diesem Christentum habe ich nichts, das nur am Sonntag irgendein Glühli Wasser predigt. Wieder daheim. Mittlerweile ist klar, das Volk wird in 3 Monaten über den Kampfjet Gripen entscheiden können. Wer fährt da? Luise und Paul bei ihrem Lieblingsspiel, Scrabble. Ein fester Bestandteil im Tagesablauf. Geht ja gar nicht. Da. Oh nein, das ist ja nicht doppelt.
Das sind drei. Jetzt habe ich mal etwas darüber rein. Warum tut ihr gerne das Krebeln? Warum gerne? Oder häufig, ja? Ja, es tut dich so entspannen. Weißt du, wenn wir ein bisschen nervös sind und lange nicht mehr so verleiden. Aber so mit dem Spiel kann man alles vergessen. Eben, so ist es. Seit 60 Jahren sind die beiden verheiratet. Drei Kinder haben sie großgezogen. Auf dem zweiten Bildungsweg lernte Luisa Sozialarbeiterin. Politisch war sie immer aktiv. Aufgewachsen als Arbeiterkind in armen Verhältnissen sei sie von ihren Eltern geprägt worden. Vor allem vom Vater, einem Gewerkschafter und Pazifisten. Hast du was geschrieben? Krieg wie Wüst. Das ist etwa ganz billig, aber 3, 5, 6, 7, 9, ja. Ja, sie hat gesagt. Mit aller Kraft für den Frieden. So hätten sie gelebt. Luise vorne, Paul im Hintergrund. Ich bin mir bewusst, dass es einfach langsam, aber sicher zu Ende geht. Und schauen dann eigentlich ruhig in die Augen. Ja, das ist so. Ich glaube, es geht mir besser, wenn ich das verdient habe. Da. Der Luisa. In Staaten, wo Menschenrechte verletzt werden, die auch systematisch verletzt werden. Unbewilligte Demonstration auf dem Bundesplatz. Eine Spontanaktion. Es ist der Tag, an dem der Nationalrat das Gesetz für die Waffenausfuhr lockert. Die Aktivisten der XOA sind empört. Nach Saudi-Arabien. Rudi Ja! Die Bösen aus ihrer Sicht werden ausgebuht. Hans Grunder. Machen Sie das gerne, so auf Person spielen? Ja, sehr gerne. Man kann nicht anders. Man muss Person anreden. Jeder Einzelne hat eine Stimme da drinnen, die hat einen Namen und den Namen muss man nennen. Während die einen ihr Fett abkriegen, scharen sich die prominenten Gesinnungsgenossen um Luise. Ja, das ist ein Signalstrom. Gut, gut. Pech ist das nicht. Das ist meine Sache. Ja. Und ein bisschen Sand ins Getriebe. Du! Jetzt muss ich noch. Ja, hallo! Sali! Ciao! Wenn ich alle die jungen Leute sehe, weiss ich, dass ich noch lange weiterfahren muss. Nicht wegen mir. Ich habe nichts mehr zu verlieren, aber die Jungen haben noch viel zu verlieren. Und für die muss man da sein, muss anstehen und muss laut werden. Sekretariat der XOA Regionalgruppe Bern. Zwei Monate vor der Abstimmung zum Gripen. Spendenbriefe werden abgepackt, um den Abstimmungskampf zu finanzieren. Der glaubt dir auch daran, dass wir gewinnen. Was für uns? 62%? Das kann auch schön sein. Das ist auch mal nicht mehr schnaufen, wenn ich das gehört. Es tut wie eine Lobby. Junge Aktivisten kommen und gehen in dieser basisdemokratischen Organisation. Luise bleibt. Sammy, hast du nicht mehr zu tun? Viele Leute von meiner Generation finden das lächerlich.
dass ich noch in dieser Gesellschaft etwas mache. Das ist für mich ganz konkret, kann man hier etwas machen. Die andere, die Politik, die habe ich durchlaufen. Die offizielle Parteipolitik, das ist für nichts, das kannst du noch sein. Es schadet für die Zeit und für das Geld vor allem. Die Aktivisten treffen sich einmal pro Monat. Tradition hat, dass Luise den Zopf bäckt. Sonderwünsche inbegriffen. Das sind die Veganer. Schau. Wo ist nicht vegan? Hey, wie die schön. Seit über 30 Jahren haben die Leute dieser Gruppierung ein grosses Ziel: die Armee abzuschaffen. Du bist nicht langsam durch mit der Xoa. Das finde ich eine blöde Frage. Also. Ja, nein, ich glaube. Also, wenn es so nicht mehr braucht, dann müssen wir nicht mehr da sitzen. Würden wir ja auch nicht. Ja, Briefe verpacken und Briefkästchen gehen. Man muss sehen, so ist eher die Gruppe, die etwas bewegt, in Bewegung bringt. Und nachher kommt es auf verschiedene Ebenen, wird es dann aufgenommen. So ist vielmal. Ein bisschen bahnbrechend, würde ich sagen. Und ich habe mittlerweile begriffen, unter all diesen jungen Leuten ist Luise daheim. Luise ist, ich muss sagen, ein bisschen wie mein persönliches Vorbild. Ich wünsche mir, dass ich in diesem Alter auch mal noch so viel Kraft habe, das zu machen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ältere Leute die Verantwortung gerne ein bisschen delegieren an die Jungen und die sollen jetzt. Und Luise macht das eben nicht. Weil sie eben. Luise. Ja. Nein, aber es ist wirklich ein Vorbild. Das Urgroßkind Ronja ist zu Besuch. Zum Zvieri kommen Enkelin Olivia und Freundinnen aus der Aktivistenszene. Ronja, noch ein Kaffeehacheli. Also, schön, dass ihr seid gekommen. Ich war so gerne immer bei euch. Also, das ist wahnsinnig. Ich habe das erste Mal in meinem Leben erlebt, dass ich so wohl bin bei den Frauen. Ja, es war so. Die älteren Frauen in meiner Generation, die hatten immer etwas gegen mich. Ja, was? Ja. Mal. Die hatten nicht gerne, dass ich arbeiten konnte, dass ich noch einen Beruf gelernt habe. Die haben immer gemotzt. Die haben doch einen Mann. Und ich habe doch Kinder. Und ich habe noch ein Dach auf dem Kopf. Und was ich eigentlich noch will, oder? Also, tut nach bedienen. Und dann kommt wieder die Frage. Was glaubt ihr, geht es durch? Der Grippen. Der Flügel. Aha! Du hast doch gesagt, das wollen wir nicht. Noch ein paar Tage. Dann wissen sie, ob sie zu den Gewinnern gehören. Ja, ich weiß es. Aber im Zentrum der Diskussion steht für einmal nicht die Politik, sondern die nächste Generation. Ja, ja. Gell? Das täte auch noch gut, wenn wir das noch einen halben Tag bei uns hätten. Das Mädchen. Mensch, was Mensch? Ich würde gerne die Zeit ein bisschen hinterdrehen. Zurückdrehen? Ja, dass man jetzt noch ein bisschen mehr dabei sein könnte. Ja, das gut, klar. Ja, aber du bist ein Engel, weißt du das? So wie du. Genau so. Das ist wunderbar. Natürlich. Du kennst mich doch. Du hast noch ein bisschen Küsten. Was ist denn? Und dann ist er da, der Tag der Entscheidung. Die Gegner des Kampfjets Gripen formieren sich in einer Berner Beiz zum Abstimmungsevent. Luise ist mittendrin. Wie geht's dir? Klar ist, es wird knapp werden. Doch alles deutet darauf hin, dass es heute zum ersten Mal klappen könnte mit einem Sieg. 51% Nein, hochrechnig. Hey! Aha! Jetzt
hin, weißt du? Ein historischer Tag für Luise. Ihr jahrelanger Kampf wird belohnt. Das Volk lehnt an der Urne den Kampfjet Gripen ab. Gibt es jetzt den Kindern gleich mal Champagner, dass wir drauf anstoßen können. Das ist etwas Aussergewöhnliches. Einfach alle Erfahrungen sind. Wupp! Weißt du, von Niederlagen. Wupp! Dann, nach dem ersten Jubel, sofort die Nachricht an Paul, der daheim geblieben ist. Wir haben gewonnen, wir sind Bäcker nur noch von Freude. Hey, tu doch den Fernseher an. Also, einen guten Nachmittag noch. Also, ciao, ciao. Und ich bin mir sicher, trotz dieses Erfolgs heute, Luise wird nicht ruhen. Sie wird weitermachen, solange sie kann. Es ist ihr Auftrag. Aber ich werde so weit.